Es soll einen Durchgang vom Nebengebäude zum Schulgebäude geben, aber ich habe jetzt keine Lust, ihn zu suchen und mich am Ende noch zu verlaufen. Ich nehme den Weg über den Schulhof, den ich schon kenne. An der Treppe des Nebengebäudes halte ich kurz inne und überlege, ob ich zuerst zum Wohnheim gehen soll, um meine Bücher zu holen, oder doch direkt zum Unterricht. Die Sonne sticht mir in die Augen. Ich gehe zum Wohnheim. Auf den Fluren ist es genauso still wie im Schulhof. Natürlich, alle sind im Unterricht. Ich klopfe leise an die Tür von Raum 33 und öffne die Tür, als ich Mutos Stimme von drinnen höre. Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. 15 Augenpaare richten sich auf mich. Guten Morgen, Nakai. Er scheint etwas verwirrt zu sein, weil ich so spät erschienen bin, als ob ich ihn irgendwie aus dem Konzept gebracht hätte. Wenn man bedenkt, wie er im Unterricht einfach drauf losreden kann, kann ich mir das gut vorstellen. Ich reiche Mutor den Zettel, den Schwester mir gegeben hat. Er nimmt ihn mit einem Nicken und liest ihn. Er hebt die Augenbrauen und schaut mich streng an, sagt sonst aber nichts, sondern nickt nur noch einmal bedächtig. Ich zucke mit den Schultern. Er weist mich wortlos an, mich zu setzen, was ich auch tue. Der Unterricht geht nur träge voran. Ich glaube, langsam komme ich in den Rhythmus dieser Schule. Ich habe sogar aufgehört, mitzuschreiben und besonders aufmerksam zu sein. Die ersten Tage war ich im Unterricht ziemlich angespannt. Herr Motor beendet seinen Vortrag über Elektrizität eher als geplant, geht aber nahtlos zum Schulfest über. Nun, wie ihr wisst, ist übermorgen das Schulfest. Ich hoffe, dass eure Projekte allesamt gelingen. Habt Spaß am Sonntag, aber behaltet auch die Bedeutung des Schulfestes im Kopf. Spiele und gebratenes Essen! Alle brechen in Gelächter aus, mich eingeschlossen. Ja, danke für diesen Beitrag, Mikado. Ich meinte allerdings eher die. Die Pausenglocke übertönt den Rest seines Satzes, und alle packen ihre Sachen zusammen. Herr Motor überlegt einen Moment lang, aber da ihm niemand mehr zuzuhören scheint, gibt er auf und setzt sich. Huch! Auf dem Flur herrscht großes Gedränge, zumindest für die Verhältnisse dieser Schule. Die meisten Schüler sind anscheinend auf dem Weg zur Cafeteria. Aber wir haben ja, war das schon für heute oder dann für morgen erst, eine Mittagsverabredung auf dem Dach mit Emmy und einer mysteriösen, noch unbekannten weiteren Person. Normalerweise würde ich mich dem Strom anschließen und achso, in der Cafeteria etwas reinstopfen, aber heute ist das anders. Heute bin ich auf dem Dach zum Essen verabredet. Ein seltsamer Ort, aber dort wollten wir uns treffen. Zum Glück kann ich mich hinter die Tür des Klassenzimmers stellen, bis die Menschenmassen allmählich abebben. Schließlich lässt der Ansturm nach und ich trete vorsichtig hinaus auf den Flur, um auf Emi zu treffen, die auf mich zustürmt wie eine abgefeuerte Kanonenkugel. Mal in ihrer normalen Uniform. Sehen wir sie, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Kann das sein? Hey! Hi, Hisao! Klasse Timing! Ich habe heute ein super extra Essen dabei, wie versprochen. Lass uns hochgehen. Die Treppe zum Dach sieht ein wenig marode aus, aber offensichtlich wurde sie vor kurzem noch benutzt. Am Kopf der Treppe ist eine Tür. Das Vorhängeschloss fehlt. Ich frage mich, wer das furchtlose Individuum gewesen sein kann, das das Schloss entfernt hat. Emmy stößt die Tür auf und tritt hinaus in den strahlenden Sonnenschein. Oha. Stimmt, habe ich ja total vergessen. Warum bin ich auf die Paarung nicht gekommen? Oh Gott, stimmt. Stimmt, da war ja noch jemand. Das passt ja sehr gut zusammen. Die keine Beine hat und die keine Arme hat, ergänzen sich ja super. Oder fehlen sich ja super. Je nachdem, wie man es betrachten möchte. Plötzlich taucht wie aus dem Nichts eine große dunkle Gestalt vor uns auf. Emi zuckt zusammen und fällt fast rückwärts wieder die Treppe hinunter. Und das seltsame Mädchen, hallo. Das klang ein bisschen zu männlich. Hallo! Huch, und du hast mich erschreckt, Lin. Moment mal, ist das nicht. Hallo. Als sie bemerkt, dass Olin mit mir redet, schaut Emi mich neugierig an. Ihr beide kennt euch schon? Ich schaue Emi verwirrt an.
Dann hast du Rin mit wir gemeint. Rin hat ihren Blick auf die Wolken gerichtet, die über der Schule dahin treiben. Ich wusste gar nicht, dass du diese Person kennst, Amy. Die unangenehme Stille dauert nur ein paar Sekunden. Und dann fängt Amy wieder an, leise zu kichern. Ich habe Hisao zum Essen eingeladen. Und wenn du ihn kennst, umso besser. Oh, heißt das, ich kriege nichts zu essen? Oder hast du ihn zum Essen ohne Essen eingeladen? Weder noch. Ich habe 3 Portionen dabei. Clever. Sie gehen zur anderen Seite des Daches. Ich bleibe noch für einen Moment beim Glockenturm, um die Atmosphäre zu genießen. Außer uns ist niemand hier. Das Dach ist wohl nicht so beliebt wie an anderen Schulen. Ein paar heruntergekommene Bänke und Tische sind ringsum verteilt. Vielleicht sollen sie das Dach nicht so verwahrlost aussehen lassen, von denen hier auf dem Hintergrundbild allerdings überhaupt nichts zu sehen ist. Die kleinen Kieselsteine, die das Dach bedecken, rasseln unter unseren Füßen. Sind die dann nicht eigentlich schwer für die Beinprothesen, die Amy hat? Gerade mit diesen Kieselsteinen, wenn sie auf so sehr unsicheren Boden mit so vielen kleinen Steinen und so weiter, die sich bewegen und so, unterwegs ist? Fällt mir so gerade so auf. Also ich glaube, dass gerade so auf geraden, festen Boden und so weiter sie super sich bewegen könnte, aber gerade bei so etwas hier könnte es doch schon schwieriger sein, oder? Maschendrahtzaun in the morning. Maschendrahtzaun late at night. Ich schaue durch den Maschendrahtzaun auf das Schulgelände und in die weitere Umgebung. Schüler wandern paarweise und in Gruppen über den Schulhof und zur Cafeteria. Ein Lieferwagen fährt an der Schule vorbei zum nahegelegenen Minimart. Irgendwo bellt ein Wachhund einen Passanten an. Das Gefühl von Ruhe und Beschaulichkeit wird fast greifbar, wenn ich so auf dieses kleine Dorf schaue. Das hektische Großstadtleben scheint hier weit weg und fremd zu sein. Niemand muss rennen, um noch den Bus zu kriegen, als ob sein Leben davon abhinge. Niemand steht im Stau. Niemand wird von all den Neonlichtern und Ampeln geblendet. Ja, das merkt man auch in Japan tatsächlich, wenn man in Osaka, Tokio, Nagoya, also in den ganzen großen Städten unterwegs ist, da ist alles wirklich rasend schnell, viele Leute rasend schnell unterwegs, eben auch viele Transportmittel und so weiter, ein sehr rasantes Leben. Aber wenn man dann in so in Matsumoto und auch jetzt hier in Tsu, in den ländlicheren Gegenden, ländlicheren Städten und so weiter ist, oder wo Felder sind, wo nur einzelne Häuser, viel Freifläche ist, wo das Leben eben ein bisschen gemütlicher abgeht, auf dem Land ist das tatsächlich meistens so, dass es sich, vielleicht geht es nicht wirklich ruhiger ab, aber zumindest hat man das Gefühl, dass es die Leute ruhiger nehmen mit der Geschwindigkeit des Lebens auf dem Lande, in Dörfern, in kleinen Städten und so weiter und so fort. So, ein kleiner romantischer Gedankenausflug, weiter geht's. Ich fühle mich erstaunlich optimistisch, was mein neues Leben angeht. Das war, ist ein erstaunlich rascher Sinneswandel nach dem Aufwachen heute Morgen. Dies ist meine neue Heimatstadt. Auch wenn sie das nur für ein kurzes Jahr sein wird. Von meiner Krankheit zu erfahren und von zu Hause ausziehen zu müssen, das kam alles so plötzlich, dass ich kaum Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie ich mich eigentlich dabei fühle. Als ich aus dem Schatten des Glockenturms in die Sonne trete, spüre ich die warmen Sonnenstrahlen auf meinem Rücken. Die Sonne scheint aus einem wolkenlosen, strahlend blauen Himmel. Eine kühle Brise weht über das Dach und lässt mich kurz erschaudern. Der Wind trägt den Duft der Bäume und Blumen heran, die nicht den Smog und die Abgase, also nicht den Smog und die Abgase, die ich noch bis vor ein paar Wochen gewohnt war. Amy setzt sich mit Celine im Schlepptau auf eine Bank und holt ein großes Essenspaket und 2 etwas kleinere aus ihrer Tasche. Komm schon, Isao, worauf wartest du noch? Sie winkt mich mit einer Geste zu ihnen und macht einen Platz auf der sowieso schon kleinen Bank frei. Ich setze mich auf die Kante der Bank, um so wenig Platz wie möglich zu belegen. Es ist ziemlich eng, aber irgendwie passen wir alle 3 drauf. Beeindruckende Aussicht. Also die beiden könnten auch vom Charakter unterschiedlicher her nicht sein. Ist immer wieder erstaunlich, wer so Freunde sind. Aber man sagt ja oft, Gegensätze ziehen sich an. Insofern trifft bei den anderen Pärchen auch, glaube ich, so ziemlich zu. Amy unterdrückt ein Kichern, stellt eines der Essenspakete vor Lin ab und reicht mir das andere. Hier, bitte. Mittagessen, wie versprochen. Und auch noch selbstgemacht. Ich bin beeindruckt. Wow, das sieht wirklich gut aus.
Danke. Ich koche immer selbst, wenn ich die Zeit dazu habe. Und das Gespräch verstummt. Wir fangen an zu essen. Lynn ist ja sowieso nicht so die Smalltalkerin. Nach ein paar Bissen schaue ich auf und bemerke, wie Lynn nur mit ihren Füßen geschickt ihre Schachtel öffnet und eine Gabel mit Essen in ihren Mund steckt. Obwohl ich es schon einmal gesehen habe, bin ich beeindruckt von ihrer Geschicklichkeit. Es erinnert mich auch daran, an was für einem Ort ich mich gerade befinde. Werde ich mich jemals an einen Anblick wie diesen gewöhnen? Ich weiß nicht mal, ob es gut oder schlecht wäre, sich an einen solchen Anblick zu gewöhnen. Ja, ich muss bei dem ganzen Spiel immer so ein bisschen an meine 9 Monate in der Behindertenwerkstatt denken, die ich ja unmittelbar vom Studium nach dem Gymnasium und so weiter gemacht habe. Und ja, da dann mit eben sowohl körperlich als auch in der absoluten Mehrzahl geistig Behinderten, von manchen mit nur leichten geistigen Behinderungen, mit wirklich schwerst Behinderungen zu arbeiten. Ich war dann mehr als die Hälfte der Zeit war ich im Schwerstbehinderten-Bereich, die wirklich nur sehr, sehr, sehr wenig konnten, einfachste Arbeiten und so weiter gemacht haben. Ja, es war aber trotzdem eine unglaublich interessante Erfahrung in dem Sinne, dass viele von den Leuten dort, auch wenn es viele, viele Probleme und so weiter gab, gerade von den leicht geistig Behinderten, menschlicher wirkten als normale Menschen. Also da war keine Boshaftigkeit und so weiter, nichts dabei. Es war entweder rein instinktisch oder liebenswürdig. Und es hat so mal, das waren wirklich insofern 9 sehr, sehr interessante Monate gewesen, als es ja nochmal so das ganze Bild auf Menschsein und was eigentlich Mensch ist, Mensch, was Menschsein bedeutet und so weiter, doch durchaus eine prägende Erfahrung gewesen war. Und ja, dasselbe wird jetzt, denke ich, unserem Hauptcharakter hier widerfahren, dass er eben mit Menschen, die allen von der normalen Gesellschaft aus gesehen her einen ja, mehr oder minder schweren Makel an sich haben und beeinträchtigt sind in dem, was sie machen können, und dass sie aber trotzdem natürlich nichtsdestotrotz Menschen sind und eben andere Dinge können, die oder sich eben behelfen und Ersatz dafür schaffen, um das machen zu können, was normale, in Anführungszeichen, Menschen machen können. Auch wenn ich ja wie in einer der ersten Folgen gesagt habe, dass wir im Prinzip alle in irgendeinem mindest gewissen Maße behindert sind. Und wenn es schon damit anfängt, dass man eine Brille trägt, weil dann ist man sehbeeinträchtigt, sehbehindert. Ja, oder dass man ein bisschen schwerhörig ist und eigentlich ein Hörgerät brauchte, was ja bei mir vielleicht durchaus auch irgendwann mal der Fall sein könnte, weil ich bin tatsächlich ein bisschen schwerhörig seit einer, glaube ich, schweren Mittelohrentzündung, die ich mal als 2-3-Jähriger oder so hatte. Ja, und das merkt man doch schon manchmal, wenn ich so, ohne dass ich die Aufmerksamkeit speziell auf etwas richte, von der Seite angesprochen werde, dass ich dann oftmals nicht so gut höre. Aber es liegt auch ein bisschen in der Familie. Ja, also sprich, ich bin auch behindert. Mal abgesehen von der offensichtlichen geistigen Behinderung, die ihr hier ständig ertragen müsst. aber naja, das wird sich auch nicht mehr großartig ändern lassen. Deswegen, ja, es kann auch jeden urplötzlich auch wie den Hauptcharakter treffen. Deswegen, dass Behinderung so etwas, du bist behindert, ist im Prinzip keine Beleidigung, sondern natürlich wird es als Beleidigung gesagt und gemeint, aber im Prinzip bedeutet das nichts anderes als von wegen, du bist ein anderer Mensch und hast eine Beeinträchtigung, wenn man es höflich ausdrückt, und kannst etwas vielleicht nicht, was ein normaler Mensch kann. Aber ansonsten, ja, ist es ein bisschen schade, dass du auf dem Wort Behinderung, behindert und so weiter, diese negative Konnotation lastet, weil, ja, es trotzdem sehr, 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 sehr liebenswürdiger Menschen sein können. Und da zählt dann tatsächlich viel, viel, viel mehr das Innere als das Äußere. Auch wenn ich noch vor 2-3 Folgen das Gegenteil für mich selbst behauptet habe, aber ja, das wäre dann die Sache. Ich glaube, ich schweife zu weit aus hier, wenn es dann eben auch so um die Len-Ei, also die Liebesbeziehungssachen und so weiter geht. Ja, weiß ich nicht. Am Anfang judged man oder macht man sowieso immer erstmal aufgrund des äußeren Eindrucks zuerst, und je länger man eine Person kennenlernt, desto mehr kann man über potenzielle äußere Makel hinweg sehen oder übersieht sie dann und erkennt dann erst die wahre Schönheit durch den Charakter der Person, oder den Charakter der Person macht dann das Äußere auch schöner und so weiter. Das ist eben so ein gradueller Prozess, der aufgrund des ersten äußeren Eindrucks erstmal selten überhaupt erstmal in die Gänge kommt. Und ich glaube schon, dass ich ziemlich oberflächlich bin, aber zumindest hat auch Charakter bei mir immer noch eine gewisse Bedeutung. So, das war jetzt eine lange Ausführung. Ich würde sagen, dann
Ja, machen wir mal an der Stelle weiter. Weiß ich gar nicht mehr, ob ich das hier schon vorgelesen hatte. Ich weiß nicht einmal, ob es gut oder schlecht wäre, sich an einen solchen Anblick zu gewöhnen. Würde ich eher mit gut, dass man an möglichst verschiedene Arten von Menschen verschiedenster Couleur und so weiter gewöhnt ist, eben inklusive Behinderung, ist eher eine gute Sache als eine schlechte, oder nicht? Wenn ich mich an diesen Ort gewöhne, heißt das, dass ich mein Leben als normaler Mensch aufgegeben habe. Tja, zu normalen Menschen habe ich mich gerade eben auch schon geäußert, im Sinne von, jeder ist behindert und es gibt keinen normalen Menschen, wenn man so möchte. Ah, nun gut. Oder heißt es nur, dass ich gelernt habe, die Menschen in meiner Umgebung besser zu verstehen? Ich werde von meinen Gedanken abgelenkt, als ich sehe, wie Emmy reinhaut, wie ein Scheunendrescher. Du hast ziemlich Hunger. Wieso sage ich das gerade in Emmys Stimme? Du hast ziemlich Hunger, oder? Emmy schaut mit halbvollem Mund auf und schluckt, bevor sie antwortet. Ja, mein morgendliches Training macht mich immer hungrig. Was gut ist, weil ich so die Kalorien schnell wieder verbrenne. So halte ich meine mädchenhafte Figur. Was würde passieren, wenn du sie verlieren würdest? Würdest du dann ein Mann werden? Ich ersticke fast an meinem Essen, als ich versuche, ein Lachen zu unterdrücken. Das ist nur eine Redewendung. Trainiert deine Figur auch jeden Morgen? Ich habe überlegt, ob ich es vorhin schon sage, aber der Satz zementiert es jetzt nochmal. Also, verrate ich es mal. Bisher ist wirklich rein charakterlich wirklich Lean mein Favorit. Kann ich jetzt an der Stelle hier mal sagen. Deswegen war ich durchaus froh zu sehen, dass sie dann die mysteriöse Person war, die noch hier oben auf dem Dach ist, auch wenn ich sie total vergessen hatte erst am Anfang. Deswegen tut mir leid, Nin, aber ja, trainiert deine Figur auch jeden Morgen. Unterhaltet ihr euch immer so? Wie? Wie was? Ich glaube, das beantwortet meine Frage. Schon gut. Also, ich versuche, ein neues Thema anzuschneiden und entscheide mich für das Naheliegendste. Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? Naja, ich habe gesehen, sie hat keine Beine, aber Arme. Und sie hat gesehen, sie hat keine Arme, aber Beine. Also, passt wie Faust aufs Auge. Oder wie Bein auf Arm. Oder Arm dran. Oder Bein ab. Ach, was auch immer. Und Ihnen hat anscheinend nichts dagegen, dass Emmy diese Frage beantwortet. Okay. Die in der Verwaltung denken wohl ganz ähnlich wie ich. Irgendjemand in der Verwaltung dachte wohl, wir würden uns gut ergänzen. Also haben wir Zimmer nebeneinander bekommen. Ergänzen? Wie Schuhe und ein Anzug. Hä? Emmy kichert über meine Verwirrung. Zusammen haben wir alle Gliedmaßen, verstehst du? Sag ich doch. Ah. Was für ein Gespräch. Also habe ich angefangen, Lin morgens zu helfen und das war's dann auch schon. Achso, Moment, hatte es gerade. Jetzt komme ich total durcheinander. Nee, Emmy spricht immer noch. Weil die beiden haben auch so eine ähnliche Farbe, glaube ich hier. Also sie ist ja so ein bisschen pinkes Rot und sie ist dunkleres oder bräunlicheres Rot. Magenta, ich weiß es nicht so genau, deswegen komme ich hier manchmal durcheinander. Ich sollte die Namen lesen. Ich meine, man kann nicht jemandem jeden Morgen beim Anziehen helfen und nicht miteinander auskommen. Ah, also hilft sie tatsächlich beim Anziehen. Ich verstehe. In diesem Moment mischt sich Lin ein. Ich habe ein Problem mit Hemden. Ja, das kann ich mir denken. Wirklich? Irgendwie schon? Ich fühle mich ein bisschen hilflos, aber zumindest scheint Emmy das Ganze lustig zu finden. Emmys Lachen und die Tatsache, dass Lin ernsthaft überrascht ist, heben meine Laune und verwirren mich zugleich. Ich meine, du hast keine Arme. So ein Hemd anzuziehen klingt nach einer Sache, die, naja, schwierig sein könnte. Wisst ihr was? Ich höre am besten einfach auf zu reden. Auf lange Sicht spare ich mir dadurch sicher eine Menge Ärger. Lin nickt auf eine Art, die weise aussehen soll. Ach so. Das Gespräch ist beendet. Ich wende mich wieder beim Essen zu. Es ist wirklich ziemlich gut. Emmy ist zuerst fertig und gibt ein zufriedenes Geräusch von sich.
Das war gut. Während sie ihre Utensilien sauber macht, meldet sich Lin zu Wort. Ich habe Durst. Oh, das hätte ich fast vergessen. Sorry. Mit einer grandiosen Bewegung greift sie in ihre Tasche und holt 3 Trinkpäckchen heraus. Mir wirft sie eins zu, in dem wohl Preiselbeersaft ist. Und Lin ein pinkes mit so etwas wie Erdbeermilch. Ein weiteres, genauso pinkes, mit so einer Art Fruchtsaft behält sie selbst. Lin sticht geschickt den Strohhalm in das Päckchen und nimmt einen ersten Schluck. Wieder bin ich schwer beeindruckt, wie beweglich sie ist. Aber dieses Mal behalte ich meinen Kommentar für mich. Ich glaube, weder Emi noch Lin gehören zu der Sorte Mensch, die sich besonders viele Gedanken über die Art machen, wie sie mit ihren Behinderungen fertig werden. Insbesondere Lin, das stimmt. Sie erweckt den Eindruck, als wäre ihr gar nicht bewusst, dass ihr Gliedmaßen fehlen. Ob sie sich allerdings freiwillig dafür entschieden hat, so zu denken, ist eine andere Sache. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also, Hisao, wie gefällt es dir hier oben? Hä? Es ist richtig schön. Ich mag hohe Orte, wegen der Aussicht. Dem kann ich mich auch anschließen. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und natürlich auch für das Essen. Emi strahlt wie eine 1000-Watt-Glühbirne. Ich denke, sie freut sich über meine Antwort. Gerne. Du kannst nächstes Mal gern wieder mit uns essen, okay? Ich mache dir dann kein Essen, aber du kannst ja dein eigenes mitbringen. Kein Essensservice? Ich weiß ja nicht. Emi spielt beleidigt. Versuchst du meine Gutmütigkeit auszunutzen? So eine Unverschämtheit. Sie kichert. Nun, wenn das deine Antwort ist, werden Lin und ich wohl weiterhin ganz alleine essen müssen. Emi schmollt und wirft mir den herzzerreißendsten Welpenblick zu, den ich jemals gesehen habe. Schon gut, schon gut. Das war nur ein Scherz. Ich würde sehr gerne wieder hier oben essen. Der Ort gefällt mir und die Gesellschaft ist auch okay. Bei meinem Okay rinzelt Emi etwas die Stirn, aber sie scheint sich zu freuen, dass ich ihre Einladung angenommen habe. Damit sind wir dann wohl Freunde. Oder zumindest gute Bekannte. Die Glocke läutet und wir müssen zurück in unsere Klassen. Lin, du hast dein Essen wieder nicht aufgegessen. Ich hatte nicht so viel Hunger. Wenn du nicht mehr isst, wirst du dich irgendwann in Luft auflösen. Lin zuckt mit den Schultern, als wäre sie bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich frage mich, wie Schulterzucken bei einer armlosen Person aussehen. Das muss total weird und strange sein. Fällt mir nur so gerade auf. Kommt, wir sollten uns beeilen. Zu dritt gehen wir wieder die Treppen hinunter. So, und ich würde sagen, wir haben es Punkt 9 Uhr jetzt gerade hier und ich nehme seit 42 Minuten auf. Das dürfte für 2 Folgen reichen, je nachdem, wie ich sie schneide. Und ja, bevor ich es irgendwie vergesse und wieder falsch mache, speichere ich jetzt als erstes wieder auf Speicherplatz Nummer 4, den für ohne Entscheidungen. Das heißt, diesmal leider keine Entscheidungsfrage hier am Ende von dieser Folge. Hoffe mal, dass ich dann bei der nächsten Aufgabe das Ganze wieder auf einer Entscheidung enden lassen kann. Ja, und sage dann, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Bin mal gespannt auch so auf eure Ansichten zu ja, den Themenpunkten, die jetzt in dieser Aufnahme, in der letzten und auch in dieser Folge so angesprochen worden sind. Und bedanke mich wie immer zum zweiten und dritten Mal und jetzt aber wirklich zum letzten Mal. Und sage, wie immer, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.